Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Surviving Mars. Ja, auch bei diesem Spiel werde ich 3 Folgen heute aufnehmen und rendern und hochladen, damit, wenn mein Rechner wieder da ist, erfahrt ihr auch auf Twitter alles. Den bringe ich nämlich morgen weg, und wenn er dann wieder da ist, dann könnt ihr euch ganz in Ruhe die Folge anwatchen und ich kann mir den Rechner in Ruhe anwatchen, und dann mache ich ein, zwei Videos noch. Ich denke mal, also jetzt kommt morgen noch ein oder zwei Videos, wie ich den Rechner vielleicht sogar noch einpacke heute Nacht, ein Video. Wieder morgen unterwegs sein wird, ein Video, und wenn er dann wieder da ist, mache ich auf jeden Fall mindestens ein, vielleicht sogar zwei Videos. Einmal wieder aussieht, was ich abgegradet habe, und vielleicht auch ein Video, was das komplett war. Ach Quatsch, nämlich so kurz Video. Wenn ihr da Bock habt, mehr darüber zu erfahren, dann haut's mal in die Kommis, und dann mache ich mal ein separates Video dazu, wo alles drin steht, was ich in diesem Gaming-Zimmer verwende und was hier drin ist. Zwecks aufnehmen und zocken und so, ne? Festplatten, Laptop, bla 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 bla. Das kann ich euch dann mal alles erzählen und verlinken. Das ist dann auch ein längeres Video. Und, oder ich mache da 2, 3 von. Müsst ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Bock drauf habt, dann mache ich das. Ansonsten lasst es bis dahin sein. Ich hau's auch nicht in die Kommentare, Bio hau ich's auch nicht rein, so. Deswegen, da kommt eigentlich nur das Spiel rein, so ein paar Links von mir, wo ihr mich finden könnt, Social Media mäßig, und das war's. Naja, genug gequarkt. Jetzt müssen wir erstmal wieder gucken, was wir hier machen müssen. Oder Flug zum Spezialist Seti. Okay, der fliegt zum Seti. Oder was wir hier machen wollten. Der ist startklar. Startklar, startklar. Wie sieht's mit dem Schüssel aus? Abgebaut und dann gespeichert. Essen haben die auch genug. Edelmetalle haben wir nur 8. Ah, okay, ich habe erstmal bei allen zugemacht, damit die Edelmetalle sich aufwerten, damit wir davon mehr haben. Weil Geld haben wir aktuell noch mehr als genug. Ja, ich habe hier 5 volle Pakete mit Notizzettel, ne? Habe ich damals bei der Arbeit geschenkt bekommen, ne? Aber ich habe nicht mal einen Stapel aufgebraucht, nicht mal einen halben. Und ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich notiere mir viel zu wenig, obwohl ich mir viel, viel, viel mehr notieren könnte, dürfte, sollte, müsste. Naja. Der ist noch am Abbauen, das sehe ich von hier. Ja, bau mal ab die Metalle und so. Gut. Was ist eigentlich hier? Stromtechnisch. Die Sterling können wir nicht. Forschung war hier, genau. Forschungstechnisch ist er noch am Machen. Okay. So, und das... Hier ist die quasi erste große Kuppel. Hier ist ein wunderschönes Wohnheim. 10 Kolonisten. Arbeitslos ist keiner, okay. Ja, 4 sind hier. Und wie viele sind hier? 2, 4, 6. Ja, ist doch super geil. Sind das auch alle Spezies für die? Botaniker, 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 Botaniker. Alles Botanikers. Ja, ich wähle mal wieder Sektoren aus zum Scannen. Ich scanne einfach die gesamte Ding immer so weg. Ich denke mal, das bringt am meisten. So, okay. Weizen, Kartoffeln und das Zeug. Da können die gut produzieren. Dazu würde ich jetzt hier gerne noch was bauen. Und zwar würde ich gerne noch eine Wohnanlage hier rein seppen. Da können ja noch Menschen leben, aber ich möchte auch eine Intelligenz aus. Achso, muss ich erstmal erforschen, habe ich nicht. Kindertagesstätte habe ich auch nicht. Spielplatz auch nicht. Forschungslabor habe ich.
Weltraum war. Die besten Mahlzeiten auf dem Mars aus dem Visier. Porzellangeschirr, Service, Essen, soziale Nahrung. Deiner. So, ein Lebensmittelgeschäft. Wollte ich nämlich hier noch reinmachen. Das sollte man nämlich so eine Kuppel werden, wo man gönnen sich kann. So. Auf der anderen Seite, hier kann man sich Essen kaufen. Hier kann man Essen. Hier kann man Essen gehen. Ne? Oh. Ein Casino. Ja, der nimmt aber auch wieder einen fetten Platz weg. Ah, wir wollen das hier auch hübsch machen für die Leute, ne? Machen wir hier noch ein schönes Casino hin. Weil wir können ja hier noch ein Forschungslabor als letztes Merkmal mit reinsetzen. Ein Forschungslabor. Und ja, das war's dann erstmal. Also wir brauchen welche, die im Casino arbeiten. Also Verkäufer, Köche und Verkäufer. So, dann lass uns mal eine Rakete hierher holen, weil essen müssten wir eigentlich Passagierrakete. Wir brauchen. Also wir brauchen de facto auf jeden Fall Verkäufer. Die habe ich ausgewählt. Spezialisierung keine. Im mittleren Alter keine Spezialisierung. Generiert bei hohem Komfort Geldmittel. Oh ne, komm, verpiss dich. Keine Spezialisierung. Keine Sorge, sie werden es dir sagen. Achso, Chance, warum sie beim Besuch eines Casino 20 Besonderheit zu verlieren. Kann durch Nervenzombische ausgelöst werden. Plus Glücksspiel. Okay. Okay. Erhöhte Leistungsbonus bei guter Moral. Chance, 50% beim Besuch Casino Besonderheit zu verlieren. Ja, aber sagen wir mal so, ne? Ich weiß nicht, wie viele in dem Laden arbeiten können. Ich denke mal mindestens 3 im Diner und 3 im. 3 Stück im Diner und 3 Stück im Laden, denke ich. Das sind schon mal 6 Plätze weg. Casino, dann sind wir schon mal bei 9 Plätzen, die wegfallen. Und Wissenschaftler, dann haben wir schon 12 von 12. Das heißt, Wissenschaftler. Erhöht sexy, erhöht weiblich jugendlicher. Sexy, erhöht die Geburtenrate erheblich. Okay. Wissenschaftler sind ja eigentlich dann genau die richtigen, die wir hier benötigen. So. Wissenschaftler. Sexy. Okay, ich verstehe nicht, warum die da sexy und dann auch Jugendliche. Das ergibt für mich gar keinen Sinn. Wissenschaftler, Botaniker, keine Spezialisierung. Strapazierer, keine Problem müssen. Gott, Unterkunft. Workaholic, erhöht die. Weiblich, Erwachsene. Ja, okay, die ist jetzt nicht sexy, okay. Veganer, kann man sie sagen. Oh Gott, nee, geh weg. Veganer, die können hier auf der Erde bleiben. Deutsch. Hypochonder sucht regelmäßig medizinische Gebäude und verliert Besonderheit. Haha, lol. Ja, egal, soll er so da reingehen. Das ist mir doch egal. Keine Spezialisierung. Größere Leistungseinbußen bei niedriger Moral kann durch Nervenzusammenbrüche ausgelöst werden. Weiblich, Jugendlicher. Wir haben jetzt eine, ne? 9 Stück. 2 brauchen wir also noch. Ohne Spezialisierung. Ich versuche jetzt so viele Frauen ranzukriegen, wie es geht, weil Männer haben wir. Weiblich, Wissenschaftler, Einzelgänger, verliert jeden Tag Komfort in der Kuppel mit mehr als 30 Einwohnern. Ja, das haben wir ja nicht. Dann brauchen wir nur noch eine Wissenschaftler. Erwachsener. Ist Doppelteration, kann durch Nervensammel ausgelöst werden. Plus Essen. Okay. Jetzt haben wir 3 Wissenschaftler am Start. Bei Männer haben wir, glaube ich, genug. Also noch ein paar Frauen an Land zu kriegen. Hm.
erhöht zusätzlich den Komfort, wenn die sozialen Bedürfnisse befriedigt werden. Keine Spitze, Natalie. Alter Erwachsener. Regeneriert während des Zockens Besonnenheit plus Gaming. Partylöwe. Zusätzlich den Komfort, wenn die bezahlt. Nö. Okay, nehmen wir die so mit. Startfehler, Wohnraum. Es sind 12 Passagiere an Bord, aber in der Kolonie ist nur Platz für 9 neue Bewohner. Hä? Warte mal. Ich habe eine neue Kuppel, baue ich. Da passen 14 rein. Plus, da sind noch welche frei. Dann bitte trotzdem mal starten. Die ganzen Gebäude werden auf inaktiv und inaktiv gesetzt. Und hier wird auf jeden Fall nochmal erhöht, dass das als erstes gebaut werden soll. Und nicht kann und nicht darf, sondern muss. Weil hier haben wir ja noch Plätze frei, 4 Stück. Hier passen ja auch noch welche rein. Wer baut hier eigentlich? Ah, alles klar, ist noch auf Pause eingeschaltet. Alles klar, so. Nervenzusammenbruch. Mein Kluss hat gerade einen Nervenzusammenbruch erlitten. Er hat vor Ankunft auf den Mars eine psychische Kondition durchlaufen, wie jeder andere Kolonist. Dadurch soll garantiert werden, dass man wieder... Okay. Beruhigend. Alles klar, Mr. Nervenzusammenbruch. Was geht da? Jetzt dürfen die alles andere auch wieder bauen. So, hier darf jeder rein. Hier, genau. Nur Status nur Spezialisten. Hier nur Spezialisten. Oh, die Roboter sind wieder am Fahren wie in Massen. Das ist Träumchen. Sehr schön. Sachen brauchen wir erstmal nicht. Sonst tun wir uns so eine kleine, schöne Drohne. Was? Resources are low. Yo. Ich hol mir eine Drohne. Hier. Die Kacke brauchen wir. Kostet das 500 Millionen. Das ist mir scheißegal. Ein Gebäude funktioniert, ne? So. Keine Einschränkungen. Arbeitskraft nur Spezialisten. Warte. Achso, das Forschungslabor nur Spezialisten. Das ist korrekt. Dieses Labor. Nur keine Einschränkung. Aktueller Status: Spezialisten ablehnen. Genau, legt fest, welche Arbeitskräfte für dieses Gebäude in Frage kommen. So, keine Einschränkungen, jeder darf. Nein, hier darf nicht jeder. Hier dürfen nur Leute rein, die keine Spezialisierung haben. So, ins Diner. Ist das auch keine Spezialisten ab. Spezialisten ablehnen, genau. Keine Spezialisten annehmen. Ganz genau. Weil hier kommen die Spezies rein, hier kommen die anderen rein und im Diner ebenfalls. Und hier im Casino ist das hoffentlich genauso. Nahrungsreserven sind am Wachsen. Ja, die Kuppel, die Bombe ist so unterwegs da. Da ist sie doch schon. Dann haben wir gleich wieder genug, dann können wir da auch weiter bauen. Geröll haben wir aber ganz schön verdammt viel. Aha, dann müssen wir da eine Wohnkuppel hinsetzen. Und hier müssen wir Wasser abbauen. Weil das Einzige, was... Ah, wir können ja hier so einen Trakt machen, oder nicht? So einen Durchgang, damit die dann hier hinlaufen. Um hier zu arbeiten. Das geht doch eigentlich, ne? Müssen wir mal gucken. Wieso gehen die denn nicht? Produzieren wir nicht genug Strom, Freunde? Gucken wir mal nach. Wie sieht es mit dem Strom aus?
Stromerzeugung 205, Bedarf 136, gespeichert 3000. Also, doch. Das läuft. Gespeichertes Wasser 490. Sehr schön. Gespeichertes Wasser 600. Oh, da habe ich auch ein paar mehr angeschlossen. Ja gut, der Bedarf ist hier auch ein bisschen höher. Ja. Doch, tatsächlich. So. Der ist voll und die sind alle voll. Gespeicherter Sauerstoff 450, Gesamtbedarf, Produktion ist 6. Ja. Sehr schön, habt ihr gescannt. Gebäude upgrade. Drücke auf Upgrade-Taste, um Gebäude-Infodaten den Bau. Was? Drücke auf die Upgrade-Taste auf der Gebäude-Infotafel, um den Bau eines Upgrades in Auftrag zu geben. Auf der Gebäudetafel. Upgrade. Ausschlachten. Ausschlachten. Ah. Upgrade Magnetfilterung. Ah. Upgrade. Schau mal. Upgrade. Aha. Aha. Das müssen wir alles hier. Upgrades. Spezialprojekt abgeschlossen. SETI-Satellit. Unser eigener SETI-Satellit wurde geliefert und in die Umlaufbahn des Mars geschickt. Er wird nun eine jahrzehntelange Mission unterstützen und nach Anzeichen für ein ganzes Leben in unserer Galaxie suchen. Daumen nach oben. Haben wir noch Geld bekommen? Yes. Lass mal den da runterfallen. Da ist eh so eine Station. Da ist das nicht ganz so tragisch. So, und? Puh! Doing! Ja, komm. Nervenzubruch. Eine ludische ludistische Stimmung. Ein Kolonist hat den Verstand verloren. Er hat einen Raumanzug angezogen und in seinem labilen Zustand eines unserer Drohnenhubs besetzt. Drohnenhubs besetzt. Er droht es zu zerstören. Eine Videoübertragung aus dem Inneren des Gebäudes zeigt den schreienden Kolonisten, ich halte es nicht mehr aus. Maschinen, Maschinen, nur verdammte sehnlose Maschinen ohne Bewusstsein. Ich werde sie zerstören, jede einzelne von ihnen. Doch plötzlich fangen die roten Lichter an zu leuchten, wie wenn Patel hat die Selbstzerstörungsfrequenz des Gebäudes eingeleitet. Wir können uns nicht leisten, das Hub zu verlieren. Vergesst das Hub, rettet den Kolonisten. Die Rettungsteams stürmen ins einstürzende Gebäude, um nach dem durchgeknallten Kolonisten zu suchen. Sie finden ihn und schaffen ihn noch gerade rechtzeitig aus dem Gebäude, bevor es einstürzt. Effekt, der Kolonist wurde gerettet, die Gebäude wurde zerstört. Ah. Von welchem Hub? Drohnen-Hub? Das, Achso. Das Hub ist, on fire. Dieses Hub? Ah. Bau mal neu auf. So, das Ding wird neu aufgebaut. Das Ding wird ausgeschlachtet. Oh, da haben wir auch nicht mehr so viele von. Das haben sie also hochgenommen. Ja, ich baue schon wieder neu auf. Keine Sorge. Das Hub ist schon wieder am Aufbauen. Nahrung 94, 172. Ja, siehst du. Research complete. Sehr schön. Ah ja, die produzieren ja, genau. Forschung abgeschlossen. Ah, der hat noch ein bisschen was zum Forschen. Also lassen wir den erstmal weiterarbeiten. Lassen wir die mal hier runterkommen. Und den lassen wir mal dort runterkommen. Also die Orbitsonden. Ja, da habe ich ja noch 1000 Stück von. 38. Okay. So, und jetzt haben wir wieder neue Kolumnisten. Und Al-Casino ist am Laufen. Bewohner untersuchen.
Aha, 18 Kolonisten leben hier. Untersuchen. Ah, cool. Sexy. Komm. Alles klar. Was auch immer. Ah, so. Nur Spezialisten ablehnen. Das Casino ist für Laien. Die Spezialisten haben alle einen anderen Arbeitsplatz. Ganz genau. Hier sollen nur Spezialisten arbeiten. Diese Schicht wird weggemacht. Und hier machen wir dann eine Schicht in 3. Warte mal. So, da sind 3. Da sind diesen gestoppt. Da sind 1-1. Dann machen wir den nochmal aus. Achso, nee, dann das bringt ja gar nichts. Dann machen wir den nochmal im Dreischichtsystem. Verdammte Scheiße. 2, 4, 7, 8, 9, 10. Aha, wir können diese Schicht gar nicht bedienen. Wir haben ja nur 9 Leute, ne? Das heißt, hier 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. So. Versteht ihr? Und jetzt haben wir hier 9 Leute am Arbeiten. Und 12 sind ja dazugekommen. Und 3 sind am Forschen. Sehr schön. Wie sieht es mit dem Strom aus? Boah, ist ein bisschen gestiegen, aber. Ist ja noch popelig. Ja, holt mal die ganze Nahrung raus. Bisschen Nahrung haben die mitgebracht, ne? Ein bisschen. Nahrungsspeicher. Den hau ich einfach mal hier hinter. So. Dann können wir hier hinballern, da hinballern und da hinbringen. Das ganze Essen. Die Kuppel ist, glaube ich, auch größer als die wir da haben. Ah, siehst du, und hier kommen jetzt auch die Exportgüter rein. Und Diesel. Wer ist denn hier zuständig? Okay, das sind diese hier. Okay, okay. Sehr schön. Aber das Upgrade will ich da auch drin haben. Ich will da mein Upgrade haben, Upgrade haben, Upgrade haben, damit das noch besser läuft. Und der hier mehr produziert. So. Ein Teil fehlt noch. Sind die hier schon geupgradet? Wassererzeugung 1,5. 1,5, 1,5 und 1,5. Sehr schön. Da habe ich noch keine Upgrades durchgeführt, weil, ne, muss eigentlich gerade aktuell nicht sein. Aber hier, das möchte ich natürlich upgraden, damit dann ein bisschen mehr produziert. Ich frage mich gerade, ob ich die Folge, ja, habe ich gestartet. Guter Mann. Aha, und zack. Ah, geil, kann ich an- und ausmachen, wie ich lustig bin. Lollig. Ja, 1,5 produziert er jetzt. Das heißt, es wird nicht nur der Tank immer leer sein, sondern gespeichertes Wasser wird damit auch hochgehen. Dann hat er hier demnächst die 100 und hier kann der produzieren. Sehr schön. Zudem haben wir hier die 2. Da ballern wir die Upgrades auch mit rein. Und ja, ich weiß, ich brauche noch eine Bombe. Von so, davon brauche ich noch ein paar und davon brauche ich noch ein paar und kostet, glaube ich, wieder 500 Millionen oder so. Ist ja meistens immer ungefähr gleich. So, da hinten kann man auch noch Ressourcen abbauen und hier auch. Aber das wird jetzt hier auch erstmal voll gemacht. Freie Arbeit. Sag mal, wieso arbeiten da keiner mehr?
Jetzt bin ich gerade ein bisschen weiter. Geologen. 1, 2, 3, 4. Drei Geologen gehen hier. Okay, kein Geologe. Nein, sie will Frühschicht arbeiten. Aha. Ein Gebäude, was nicht funktioniert. Ah! Und jetzt Maschinen läuft. Sehr schön. Ja, da produziert er halt nicht ganz so viel. Wie viel Platz haben wir denn hier noch? Vier und drei. Sieben Plätze. Ja gut, da kann ich auch einmal da gucken, ja. Oha, ja, der Zitter da ist schon am Zittern. Dann werde ich erstmal dafür sorgen, dass das Ding hier voll geht, dass ich das mit Exportgütern zurückschicken kann. Wenn ich das dann gemacht habe, will ich dann noch drei Geologen dazu holen, dass ich sechs Geologen oder so dazu holen, muss ich gleich gucken, wie viele pro Schicht arbeiten können, dass wir die Wohnkuppel voll haben, aber nicht über 30 Leute sind und dass wir dann da weiter abbauen können. Das ist der Plan für die nächste Folge. Ich hoffe, das haut hin. Viel Spaß euch. Bis zum nächsten Mal, euer Sweet One Man. Schreibt was in die Kommis. Ciao.